Schön, dass du das Video eingeschaltet hast. Ich heiße Dirk und heute geht es im Video nochmal darum, klar aufzuzeigen, was ist der Creator Plus Baukasten und was ist der Website Now Baukasten. Und ich werde auch mich ganz kurz halten und wirklich gezielt die Punkte ansprechen, wo man halt die Unterschiede ganz klar erkennen kann. So, ihr seht hier auf der linken Seite ist der My Website Now Baukasten und auf der rechten Seite ist der Creator Plus. Ich wechsle jetzt nochmal eben den Schirm. So, da bin ich schon wieder. Und auf der linken Seite seht ihr einfach ganz deutlich, hier oben habt ihr viel weniger Auswahl und Möglichkeiten. Das ist auch bewusst so gedacht. Dieser Now-Baukasten ist für Jonos-Kunden gedacht, die A, nicht viel Zeit, vielleicht auch nicht das Interesse haben, aber trotzdem sehr schnell Inhalt reinbringen wollen auf Basis von Vorlagen, mit denen man arbeiten kann. Und wo man auch überhaupt keinen Einfluss, und das möchte ich nochmal ganz deutlich sagen, ihr habt bei dem Now-Baukasten nicht die Möglichkeit, wie beim Creator, in eine separate Ansicht fürs Handy zu wechseln und euren Content individuell zu gestalten. Ist nicht möglich. Beim Now-Baukasten arbeitet ihr mit Vorlagen und die gehen runter bis zur Handy-Ansicht. Ihr müsst euch dann natürlich auch keine Sorgen machen. Ich habe noch keinen ganzen Content für den Now-Baukasten erstellt, habe jetzt aber, das sind auch zwei Kundenseiten, die ich hier auch zeigen darf. Und deswegen werde ich euch in naher Zukunft euch mehr über den Now-Baukasten erzählen können und auch weitere Videos darüber erstellen. Aber meine Meinung ist nach wie vor die gleiche, wenn man mehr mit dem Baukasten machen möchte. Und da spreche ich einen ganz besonderen Punkt an, der halt super wichtig ist, und das ist das Arbeiten mit dynamischen Seiten. Das heißt, Webseiteninhalte outsourcen, auslagern in Tabellen. Titel, Beschreibungen, Bilder, Links, Aufzählungen. Es gibt verschiedenste Funktionen, die beim Jonos Baukasten, also dem Creator Plus Baukasten, gewählt werden können. Ich zeige euch mal hier kurz nur die Beispiele. Ihr habt hier eine Mehrfachauswahl, Social Media Konten, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Video, Standort, Öffnungszeiten, Datum und Uhrzeit, Nummern, Links, Bilder, Rich Text heißt im Prinzip, dass er die Formatierung von Texten übernimmt, und einen Klartext. Das sind die Funktionen, denen man arbeiten kann, in Kombination auch mit Formeln, die man in den, ich nutze Google-Tabellen für öffentliche Inhalte, man kann aber auch in eine Datenbank dranhängen, oder einfach auch eine Tabelle, eine CSV hochladen, wenn man will. Gut, das gibt es beim Now-Baukasten aber nicht. Also ihr habt noch nicht die Möglichkeit, dynamisch zu arbeiten. Ich hoffe, dass es kommen wird und Jonos auch erkennen wird, wie wichtig das ist, besonders wenn man mit einer Mietvariante arbeitet. Weil letztendlich gilt da auch, so unabhängig wie möglich zu sein, und das kann ich hier nur garantieren, indem die Inhalte der Webseite weitgehend ausgesourced werden können, ausgelagert werden können, um sie weiter zu verwenden fürs Marketing, aber auch für den Fall, dass man sich für irgendwann mal für einen anderen Baukasten entscheidet, dass man dann sehr einfach seine Inhalte auf eine andere Webseite bekommt. Wie auch immer, ist für mich eine Basis, die wirklich wichtig ist für jeden Baukasten, und der Creator Plus bietet das, der My Website Now nicht. Und damit bin ich eigentlich auch schon am Ende. Moment, eine Sache noch. Datenschutz. Darauf möchte ich noch mal kurz eingehen. Also, der Datenschutzbereich des Now-Baukasten verhält sich anders, und ich bin auch noch nicht so weit, um da jetzt eine komplette Antwort zu geben, aber was ich bisher sehe, wird da nichts automatisch gecrawled. Und ich habe auch nicht die Möglichkeit, irgendwo einen Button zu drücken und zu sagen, so, jetzt bitte überprüf mal die Seite. Entweder geht das vollkommen automatisch und ich brauche da gar nichts machen. Also die Philosophie des My Website Now Baukasten ist ja auch, dass man sich um solche Dinge dann weitgehend nicht mehr kümmern muss und man hier halt die Möglichkeit hat, von Drittanbietern, mit denen man, als wenn ich jetzt an einen Immobilienmakler denke, die arbeiten ja dann schon mal sehr eng mit Drittanbietern zusammen, dass es da bestimmte Bestimmungen gibt, die man dann halt manuell eintragen kann. Aber der Rest läuft an sich automatisch. Kann sein, weiß ich noch nicht, wartet noch ein bisschen, bis ich mich mehr mit der Seite auch befasst habe oder mit dem Baukasten, dann werden dort Videos in Zukunft einfach folgen. Gut, hier beim My Website Creator oder beim Creator Plus Baukasten ist die App Usernetrics, die hier zur Verfügung steht. Und ich öffne die mal kurz. Das ist halt eine DSGVO-App, die eure Webseite crawlt, die überprüft nach Inhalten,
Und ich bin hier gerade im Aufbau der Webseite, da ist jetzt halt noch nicht so viel drin. Aber wenn ich zum Beispiel dort mit Elfsight-Modulen arbeite, dann werden die auch gecrawlt und dann kann ich hier einstellen, wie die genutzt werden, Marketing, funktional oder essentiell. Und dementsprechend werden die dann im Cookie-Banner mit aufgeführt und man hat auch die Möglichkeit, das in mehrere Sprachen zu übersetzen. Kann hier noch weitere Sprachen hinzufügen, wie wenn ich möchte. Ja. Also ist für mich alles ein bisschen ausführlicher, ein bisschen ganzheitlicher, aber man muss sich auch mehr damit befassen. Man muss wissen, dass man das, dass man den einstellen muss hier. Und hier vermute ich jetzt, oh, Entschuldigung, einfach mal, dass es weitgehend automatisch läuft. Hier kann ich auf dem Nowbaukasten noch den Text bestimmen, der dem Cookie-Banner zu sehen ist. Und kann dann hier verweisen zu der jeweiligen Seite Datenschutz und Impressum. Okay, dann würde ich sagen, das sind an sich die wichtigsten Punkte. Das ist die dynamische Arbeit mit Webseiten. Die ist halt nur mit dem Creator Plus derzeit möglich und hoffentlich aber in der Zukunft wird das dann auch für den My Website Now Broadcast möglich sein. Ja, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen Klarheit bringt, weil es ist einfach auch nicht gut kommuniziert auf dem Vertriebsshop der Jonos. Und vielleicht zeige ich euch nochmal eben kurz, auf meiner Seite habe ich ein kleines Feedback erstellt zu dem Jonos Baukasten, zu dem Now-Baukasten und dem Creator Plus. Und wenn ihr mögt, besucht einfach meine Seite, geht auf das Menü, klickt Jonos My Webseite an und dort habe ich ein kleines Feedback, ein kleines Statement darum, was ich sehe, welche Vorteile ich in der kurzen Zeit, die ich jetzt Möglichkeit hatte, daran zu gehen, ja, wie ich die beiden Baukästen zueinander sehe und welche Vorteile für den bei dem einen und welche Vorteile es bei dem anderen Baukasten gibt. Zusätzlich habt ihr hier direkt eine Verlinkung zu den jeweiligen Baukästen. Ihr werdet dann auch sehen, wenn ihr den Creator Plus buchen wollt, dass das nicht einfach so geht wie bei My Website Now. Ich zeige euch mal hier kurz den Now-Baukasten und das kennt ihr auch schon. Ihr habt hier die Starter Plus und Pro Version, aber alles ist derselbe Baukasten. Und wenn ihr sagt, ihr wollt jetzt den Baukasten, den ich auch überwiegend in meinen Videos verwende, dann müsst ihr hier drauf klicken. Das ist der alte My Website, also der Creator Plus. Und dann seht ihr auch, hier ist die Creator Plus und hier ist direkt der Shop mit eingebunden. Aber es geht dann halt wirklich nur um dieses eine Paket hier, wenn ihr nur eine Webseite braucht. Und dann seht ihr auch, ihr könnt hier, ich kann hier klicken, so viel ich will und gehe auf das Menü, auf die Info, auf das Info-Button und dann seht ihr, dieser Tarif kann nur von Partnern bestellt werden. Ja? So, ich bin eine Partneragentur, ich bin auch kein Mitarbeiter der Jonos und die Videos, dafür kriege ich auch nichts. Deswegen bin ich euch sehr dankbar, wenn ihr mich damit beauftragt. Es geht halt leider, ich finde das auch sehr schade, dass das nur auf dem Wege möglich ist. Ihr würdet mich damit beauftragen, das ist auch ein kostenloser Service von mir. Ihr seid dann bei mir im Partnernetzwerk mit dabei, es würde mir was bringen. A, weil ihr als zusätzlicher Kunde bei mir gelistet wird. Bei Jonos kriegt man seinen Status dadurch, mit wie vielen Kunden und wie intensiv man mit Jonos arbeitet. So, und deswegen würdet ihr mir dabei helfen. Ich würde eine kleine Provision bekommen, auch ganz klar. Aber ihr hättet dann auch einen Service und ihr könnt mich auch immer anschreiben, weil ich einen sehr direkten Weg habe zu eurer Webseite und kann sofort mal eben gucken, ohne dass ich wieder ein Passwort brauche. Das ist halt alles sehr zeiteffizient und deswegen kann ich diesen Service auch so kostenfrei anbieten. Dafür müsst ihr mich halt auch unterstützen, indem ihr halt über diesen Link, über meinen Vertriebsshop dann, der sieht ja genauso, ist ja nichts anderes wie der Jonos Shop. Es liegt ja im Prinzip nur an dem Link, der da oben mit eingebunden wird. Und dadurch ist, läuft das alles, was dort drüber gekauft wird, über den Jonos Shop. Dort bekomme ich halt eine Provision. That's it. Ja, von daher würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr noch weitere Fragen habt. Und ich hoffe, dieses Video hat jetzt ausgereicht, um wirklich mal klarzumachen, was der Now-Baukasten ist und was der Creator-Baukasten ist. Nicht, dass ihr nachher den Now-Baukasten bestellt und auf Basis, weil ihr die Videos über den Creator Plus bei mir gesehen habt. Ja, schreibt mir gerne Comments dazu in den unter dem Video, würde ich mich sehr darüber freuen, ob das jetzt deutlich war. Ob man das jetzt klar verstehen kann oder ob ich das nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen soll. Auch vielleicht wollt ihr auch noch mehr über den Datenschutz wissen, wie ihr mit dem in den einzelnen Baukästen damit umgehen könnt. Feedback ist halt alles. Daraufhin erstelle ich Videos und kann auch meinen Content erstellen. Deswegen, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich bin's, Dirk, und bis zum nächsten Mal. Ciao.